Hi, heute wird es ein ziemlich spannendes Video, weil vor ungefähr 1,5 Wochen ist hier von diesem Muttervolk die Königin, also die Altkönigin 2021 mit einem grünen Punkt, die ist uns ausgebüxt und der Schwarm hat sich unter das Muttervolk gesetzt. In den ersten Tagen war es nur eine Schwarmtraube und dann, wie ihr hier ja sehen könnt, haben die Bienen angefangen mit einem Wabenbau. Und das gehört natürlich zu meinem Spezialgebiet dazu. Jetzt in dem Fall Premiere auf meinem eigenen Grundstück. Normalerweise bekomme ich solche Möglichkeiten immer nur bei Kundenaufträgen, wenn zum Beispiel die Bienen irgendwo in der Zwischenwand sich eingenistet haben, in der Pipeline, Klimaanlagen, Rohre etc. Hab da alles Mögliche schon gesehen. Und ja, eins meiner Spezialgebiete ist ja wirklich das Bergen von Bienenvölkern im Wabenbau bereits. Ein Schwarm einfangen ist leicht, für mich zumindest. Und sowas hier kann für manche Imker eine richtige Herausforderung sein. Und deswegen machen wir das hier aufs Band, damit ihr das mal sehen könnt, wie man jetzt so einen Schwarm, der schon Waben gebaut hat, auch wirklich richtig bergen kann. Wir fangen einfach mal an. Ich überreiche die Kamera dem Anton. Achso, nee, stopp, wir müssen sie erst abbauen. Genau. Das erste, was wir jetzt machen, wir bauen das Muttervolk ab, weil wir sonst zu viel Gewicht drauf haben. Und wir müssen ja irgendwie jetzt erstmal unten drunter kommen. Wo ist denn der Deckel? Der ist da. Okay. So, Honigraum 1 abbauen. Dann bauen wir Honigraum 2 ab. So, und jetzt nehmen wir das ganze Home Hive ganz vorsichtig und stellen das hier zwischen die zwei Sägeberger, dass ich sozusagen auch von unten dann arbeiten kann. Wichtig ist jetzt erstmal zu schauen, ob die Waben hier am Stein angebunden sind. Kann man mal leicht vorziehen. Ja, das sieht gut aus. Also es scheint nicht so, dass die im Stein drin wären. Und hier scheint es auch nicht so, dass die an den zwei Trägerleisten angebaut sind. Das heißt, wir können es jetzt hochheben. Ich überreiche jetzt mal die Kamera, dass wir dort noch sehen. Ich gucke jetzt das Display aus. Kurz draufklicken. Und dann sehen wir es wieder. Kann ich so runterlassen? Ja. Okay, perfekt. Dann haben wir den ersten Teil jetzt schon mal geschafft. Da hängt doch eine Wabe. Oh ja, tatsächlich. Kleiner aber fein. Hat da die Kamera gefiepst? Die Wabe ist jetzt relativ leicht. Die schneiden wir einfach oben ab. Und hier am Stein ist sie auch nochmal angebunden. Gehen wir auch kurz den Stockmeißel drüber. Okay, gut, sowas darf nicht passieren. Aber soweit so gut. Tun erstmal die Bienen hier rein. Und um ankommende Bienen aufzufangen, stellen wir jetzt gleich mal die Begattungskiste so hin.
wo ich bin. Immer da, wo ich arbeite. Folg einfach gerade meiner Handführung, bitte. Okay, die Wabe ist sehr, sehr weich. Ihr seht, ich mache hier auch keine Ambitionen, die Brutwaben irgendwie aufzuheben, sondern ich bilde hier lediglich einen Kunstschwarm. Das macht die Sache einfacher. Also der Vorgang ist eigentlich immer gleich. Wir schneiden die oberen Seitenteile so an, dass wir nachher die ganze Wabe dann mit einem Rutsch rauskriegen. Also so ungefähr. Und dann muss man natürlich gucken, ob die Königin schon da ist. Ja, schaut mal. Hier haben wir unsere Bienenkönigin. Die nehmen wir jetzt erstmal. So. Immer da oben stehen. Das Kästchen direkt über dir, rechts. Kannst du das hier stand zumachen? Perfekt, wunderbar. Der Anton hat die Königin gefangen. Sehr schön. Dann kann die Königin jetzt erstmal hier in das Bienenvolk gesetzt werden. Und jetzt geht es hier mit dieser Brutwabe weiter. Und auch da schlagen wir nur die Bienen ab. Mehr ist es nicht. Wir bilden sozusagen hier einen kleinen Kunstschwarm aus dem Muttervolk raus und verzichten dabei auf alle Waben. Nächste Brutwabe. Waben halten ist hier am Weißen immer schlecht. Wir greifen immer direkt auf das Brutnest drauf, da sind die Waben am stabilsten. Das hier ist jetzt eine Pollen- und Futterwabe. Die heben wir einzeln raus. Jawohl, ja. Okay, die Wabe reißen wir jetzt erstmal ab. So, jetzt kommen einfach nur die kleineren Brocken wieder raus. Die dann auch siffen mit Honig.
was da oben passiert. Also wenn wir jetzt vermeiden wollen, dass hier heimkehrende Bienen, die wissen ja, wo ihr Bienenvolk sitzt, wenn wir jetzt vermeiden wollen, dass die hier gerade weiter Waben bauen, dann müssen wir jetzt hier ganz penibel alles abschleifen, was hier oben noch ist an Wachsbrücken. Und da schleifen wir einfach alles komplett plan. Wenn man vorsichtig ist, kann der Biene da auch nichts passieren. Etwas Rauch bekommen wir hier die restlichen Bienen weg. Sind da noch Wachsbrücken zu sehen von deiner Seite? Ja. Wo? Ah. Jetzt weg? Nicht ganz. Jetzt? Auch noch nicht. Und hier noch. Aber dann sollten alle größtenteils weg sein. Okay, das sieht schon mal gut aus. Haben wir hier die Sicht ins Begattungskistchen? Also hier ist jetzt unsere Königin drin. Wir haben auch die meisten der Bienen hier auch in der Kiste bereits drin. Bedeutet, wir können jetzt hier dieses Begattungskistchen schließen. Und jetzt muss man natürlich Folgendes wissen, dass alle Tiere, die diesem Volk hier angehört haben, direkt hier unten drunter wieder reinfliegen werden. Bedeutet, wenn wir heute Abend wollen, dass die Bienen von diesem Volk hier unten drunter alle in dieser Kiste landen, dann müssen wir jetzt dieses kleine Kistchen hier irgendwie auf diese Position hochbocken. Das machen wir jetzt aber, nachdem wir das Muttervolk nochmal versetzen. Hier am Stein ist noch mal ein bisschen Wachs. Das müssen wir wegmachen hier. Hier von der Seite. Das da hier, auf die Details müssen wir achten, wenn wir solche Aktionen machen. Da darf nichts mehr übrig bleiben, wo der Biene als Ansatz dient. Angedrückt werden. Sind wir dran vorne? Ja. Und da
dann haben wir ja gesagt, dass wir dieses Bienenvolk jetzt hochpocken wollen. Hier schon mal ein Stein. Noch einer. Ja, langt mich nicht ganz. Okay, auf der Höhe sind wir schon mal. So. Und jetzt haben wir halt diesen Effekt erreicht, dass ihr seht ja hier im Flugloch, diese Bienen sind am Sterzeln. Die Bienen sind auch am Sterzeln. Allerdings sind die Königinpheromone jetzt wieder hier drin in diesem Kasten. Das bedeutet für uns, wenn wir jetzt diesen Kasten erst heute Abend wegholen, dann sind alle Bienen, wo da unten drunter sind, hier in dieser Kiste. Und dann können wir die Kiste an den anderen Standplatz bringen. Und so können wir ziemlich einfach solche Aktionen wieder lösen. Jetzt bauen wir das Wirtschaftsvolk wieder zusammen und damit ist die Operation hier erfolgreich gelungen. Ah, guck mal, wie schnell das geht. Hier reichern sich ja jetzt schon die Bienen an. Vor 2 Minuten war das hier nicht so voll. Das wird jetzt immer voller. Kann man auch schon sehen. Immer mehr Bienen jetzt rausgehen. Haben wir es geschafft?